ist generell irgendwie sehr verstörend. Ja, weil es einfach so eigentlich der Wahrheit entspricht. Da finde ich die meiste Logik. Es ist Irak, der Syrien, der Gilalutz. Also mit dem Menschenkopf und dem komischen Körper, wo halt das Hinterteil zum Sehen ist, würde ich so beschreiben, dass man den Reicheren quasi ins Hinterteil reinkriegt. Für mich wäre es die Hölle, wenn ich keine Menschen um mich rum habe oder nur Menschen, mit denen ich nicht reden kann. Ich bin Lehrerin, ich habe Bachelor in Afghanistan, aber ich kann nicht Geld arbeiten. Wir gehen alle sagen, du bist Frau, musst bleib zu Hause. Es gibt noch so einen Horrorfilm, da ist eine Nacht quasi ohne Gesetze. Nur das ist da, was du willst. Die sind alle in einem Raum und die müssen sich alle gegenseitig umbringen und wer überlebt, der darf wieder aus. Wie das ist, wenn es 24 Stunden keine Gesetze gibt und zu was die Leute eigentlich fähig sind. They fight a lot. Every day you hear guns shooting, big bomb. When you go outside in your house, you don't know if you come back or you will come back as you die. You just say your family bye. Das ist sehr groß als nackte Menschen. Sachen, die verboten sind früher. Zum Beispiel, dass jemand, also weiße Personen mit schwarzem Geschlechtsverkehr haben. Menschen Geschlechtsverkehr mit Tieren. Ça m'a fait penser d'une bonne mère, d'un bon papa. Parce que souvent, il y a mon père qui vient au village avec nous. Il pourrait être libre dans la vie sans déranger quelqu'un. Wo würdest du sagen, ist das Paradies? Also ehrlich jetzt in der Mitte. Wenn man da machen kann, was man will. Vielleicht hat er nur verschwiegen, dass das das Paradies ist. Vielleicht hat er gemeint, dass das in der Mitte das Paradies ist. Weil es galt ja schon als verrückt damals, dass man das zeichnet hat. Wenn er noch gesagt hat, das wäre das Paradies. Vielleicht wollte er auch nur, dass man ihn nicht verrückt haltet. So drauf los. Würde ich mal sagen, er hätte das träumt, dann hat es einfach umgesetzt. Die genießen die Zweisamkeit in dieser Glaskuppel.